Ja, ich habe jetzt viel weniger Bilder. Ich habe 5 Bilder und möchte auch ein bisschen abstrakter anfangen. Also nicht so sehr auf die Zigarettenwerbung, sondern ich möchte mit dem klassischen philosophischen Begriff der Dialektik anfangen. Ich glaube, dass man viel besser Verkehr und Mobilität versteht, wenn man das Wechselverhältnis zwischen Mobilität und Verkehr versteht. Und zwar beginnend damit, das ist offensichtlich ein Stau, und da würde ich die erste These zu formulieren. Wer viel unterwegs ist, ist nicht unbedingt mobil. Und umgekehrt. Wir haben vorhin schon Kant gesehen. Diogenes wäre ein anderer berühmter Fall. Aber auch ganz, ganz viele Leute, die gezwungen sind, täglich große Pendelstrecken zu fahren. Die haben nicht wirklich viel Mobilität gewonnen, sondern sie haben extrem hohe Verkehrsleistungen. Und das ist in der Unterscheidung, die, denke ich, sehr wichtig ist, dass man Mobilität als Möglichkeit zur Bewegung, und dazu gehört dann in der Tat auch nicht nur die technische Möglichkeit, sondern auch die Fähigkeit, die Kompetenzen, den Mut, das Selbstvertrauen, sich zu bewegen oder auch nicht zu bewegen, und die Realisation, und das ist dann Verkehr. Also, deswegen kann man auch sinnvollerweise von Zwangsverkehr sprechen. Das ist zum großen Teil Zwangsverkehr. Die Leute sitzen ja nicht freiwillig da und finden das klasse, sondern die sind da, weil sie irgendwo hin müssen, weil sie keine Alternative haben, weil diese Zwangssituation oftmals täglich, es gibt ja die berühmte Stausituation, dass man da seine Nachbarn schon kennt im Stau vom letzten Tag, von der letzten Woche. Also das ist typischer Zwangsverkehr. Und das hat damit zu tun, dass Verkehr eben auch verhaltenswissenschaftlich gesehen Routinen sind. Das meiste, was wir an Verkehr produzieren, das ist nicht diese seltenen Dinge, die wir uns im Kopf sind, so eine Reise nach Mallorca oder eine Fahrt nach Usedom, sondern das sind die alltäglichen Verkehre und das sind Routinewege. Da denkt man nicht drüber nach, sondern die finden einfach statt. Verkehrshandeln ist Routinehandeln, und Verkehrsaufwand entsteht dann, wenn der Widerstand im Prinzip sinkt, der Raumwiderstand, und man auch längere Strecken zurücklegen kann. Und dann gibt es auch diese Rückschläge, und das ist so ein Rückschlag. Da wurde erst der Raumwiderstand durch Straßenbau gesenkt und dann sozusagen der Run begann auf diese neuen Möglichkeiten, und das irgendwann kippt es wieder zurück und wird dann zu dem, was wir als Stau haben. Also kurzum, Mobilität ist auch geistige Mobilität und Verkehr ist eigentlich nur die technische Realisation von Bewegungsdrang, von Bewegungsmöglichkeiten. Und dann sehen wir Folgendes. Das ist die zweite These und das zweite Bild. Die große, runde, rot eingerandete Blase, das ist das, was wir an fossilen weltweit als Menschheit, als an fossilen Vorräten bereits bepreist haben. Also die Rechte, die schon ausgegeben sind in der Welt, die Lizenzen, Öl zu fördern, Kohle zu fördern, Gas zu fördern, das ist das Rote. Das sind 2,8 Milliarden Tonnen CO2, die da drin gebunden sind in diesen fossilen bereits verteilten, bereits aufgeteilten Vorräten. Und die kleine blau umrandete Blase ist das, was wir überhaupt verbrennen dürfen, wenn wir die berühmten 2 Grad Klimaerwärmung einhalten wollen. Und da sieht man schon, wo das Problem liegt, dass wir ungefähr ein Sechstel oder zwischen Fünftel und Sechstel dessen, was schon da ist, was schon verpreist ist, wo Leute schon Anrechte drauf haben, was ökonomisch schon längst eingeplant ist, nur ein Sechstel davon dürfen wir überhaupt verbrennen. Und davon ist ein großer Teil Öl. Kohle natürlich auch, aber davon ist ein größer Teil Öl. Das heißt, die These, die fossile Basis des motorisierten Verkehrs ist eine Blase kurz vor dem Platzen. Und der Druck steigt. Und daher auch die Forderung des Schlagworts Dekarbonisierung. Das ist der Grund der Dekarbonisierung. Wir müssen den Verkehr dekarbonisieren. Das hat nichts damit zu tun, dass sich jetzt irgendwie Dieselmotoren schlecht finden oder Elektromobilität gut finden, sondern es gibt einfach aus diesem Grund heraus die Notwendigkeit, den Verkehr auf breiter Front zu dekarbonisieren. Und das heißt aus meiner Sicht eben nicht nur den Elektromotor anstatt eines Verbrennungsmotors einzubauen, sondern dekarbonisieren hat 3 Dimensionen. Effizienteren Verkehr, den Verkehr effizienter machen, den Verkehr elektrifizieren und den Verkehr vernetzen, weil die nicht vernetzten Verkehre extrem ineffizient, Verschwendung im wahrsten Sinne des Wortes sind. Das heißt,
Es geht auch nicht so sehr um das Ende des Öls. Das war ja so eine Vorstellung, die wir übrigens lange hatten. Das Ende des Öls wird immer teurer, die Vorräte sind begrenzt. Nein, die Vorräte sind viel zu viel. Wir haben viel zu viel Vorräte, als dass wir uns leisten können, diese zu verbrennen. Es geht also um das Ende des Öls, was wir verbrennen dürfen. Das heißt, das Öl muss in der Erde bleiben. Und gleichzeitig mit dieser bedrohlichen Lage, Ludger Dienl hat vorhin davon gesprochen, dass auch immer diese Horrorvisionen immer so auch ein Treiber waren für bestimmte Entwicklungen. Wir haben gleichzeitig, und das ist das dritte Bild, eine Entwicklung, die ich mit der These zusammenfassen würde, die Digitalisierung ändert alles. Was hat denn das? Das muss man übrigens, das ist ein Bild verschwunden, das ist falsch rum. Das ist das Bild zur Digitalisierung. Das ist das kleine iPhone auf 4 Rädern. Es gibt da verschiedene Formen der Digitalisierung. Dies ist die personalisierte Digitalisierung. 70% in unseren Breiten der Bevölkerung haben solch ein Gerät. Die Jüngeren wesentlich mehr. Die jungen Generationen weit über 90%. Das heißt, die persönliche Digitalisierung hat in vielen Fällen schon jetzt dafür gesorgt, dass die konkreten Geräte in den Hintergrund geraten. Was meine ich damit? Da möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen aus einem Forschungsprojekt, einer Befragung, die wir gemacht haben mit Kunden in Berlin und in anderen Städten, die sich bei einem dieser neuen Carsharing-Anbieter angemeldet haben, bei DriveNow und Car2Go. Bei DriveNow, das ist ja das Joint Venture von BMW und Sixt, kann man, wenn man sich da anmeldet, eben weiß man, man kann dann so kleine Minis fahren, man kann den 1er BMW fahren. Und bei den Motiven, sich dort anzumelden, ist das oftmals sehr wichtig. Das ist die Chance, da mal ein Mini-Cabrio zu fahren. Und das haben die Leute auch angegeben. Also die wir befragt haben, haben am Anfang gesagt, ja, wir haben uns da jetzt angemeldet, weil das ist irgendwie schick und da können wir auch mal, was wir sonst nicht können, eben so einen kleinen Mini fahren. Wenn die Sonne scheint, gucken wir, ob wir ein Cabrio finden. Das machen wir jetzt mal. So, und dann haben wir die Leute nach einem Jahr nochmal befragt. Und ein Großteil von denen haben Folgendes gesagt, ja, ich habe mich mittlerweile auch bei Car2Go angemeldet, bei Flinkster, bei Multicity. Und mir ist es im Prinzip relativ egal, welches Auto ich habe. Ich will vor allen Dingen, dass es nahe da ist, dass es hier um die Ecke ist. Das heißt, ich will auf meinem Smartphone, habe ich jetzt sozusagen dadurch, dass es dort repräsentiert ist, weiß ich sofort, wo sind die Autos, dann klicke ich das an, das ist 10 Minuten blockiert für mich, dann gehe ich dahin, stelle es irgendwo ab, wo ich dann hin will. Und da verschwindet sozusagen unter der Hand, ohne dass es einem bewusst ist, das konkrete Gerät, also der Cabrio Mini, das Cabrio Mini, hinter dem, was die Digitalisierung mit uns macht, nämlich dass es uns letztlich dann um den Zugang geht und nicht um das einzelne Auto. Und das ist natürlich etwas, was die Autoindustrie mit großer Sorge sieht. Wenn das Gerät verschwindet hinter dem Zugang, dann heißt es natürlich auch, letztlich sind vielleicht die Geschäftsmodelle ganz woanders. Die liegen vielleicht darin, den Zugang zu organisieren und damit Geld zu verdienen und nicht mit den einzelnen Geräten. Also das ist etwas, wovon wir schon glauben, deswegen dieses kleine Symbol mit dem iPhone auf Rädern, dass die Digitalisierung alles verändert. Der Zugang ist wichtiger als der Besitz. Und die Dienstleistung ist das, was die Autoindustrie, da werden wir bei dem Thema, das wir ja gleich noch diskutieren, was ist die Zukunft der Autoindustrie? Meiner Ansicht nach liegt die in Dienstleistungen und nur in nachgeordnetem Rahmen in der Produktion von Automobilen. Das heißt, wenn die Autoindustrie das nicht versteht, andere sind längst auf dem Weg dorthin, die Digitalunternehmen, für die es nicht darum geht, Autos zu bauen, für die geht es darum, Daten zu generieren, Datenpakete zu verkaufen, Dienstleistungen aus Daten, die generiert, zu verkaufen. Die sind schon längst auf dem Trip, das zu machen. Und jetzt komme ich zu dem Bild, was vorhin schon mal da war, was wir jetzt sozusagen wiederholen müssen. Das ist eine falsche Reihenfolge. Das ist die These 4. Elektrifizierung, Dekarbonisierung kann nicht heißen Tesla für alle. Schon gar nicht so einer, der so verunglückt ist. Aber Tesla für alle kann nicht funktionieren. Und zwar deswegen nicht, weil Elektromobilität erstens mal viel mehr ist als nur Autos. Das vergisst man bei der Diskussion meistens. Elektromobilität ist, auch wenn wir uns das angucken, traditionell Tram, Eisenbahn, natürlich Elektromobilität. Früher gab es auch O-Busse, heute gibt es induktiv geladene Busse, auch Elektromobilität. Pedelecs, Fahrräder, E-Roller, alles das ist Elektromobilität. Also es ist wesentlich mehr als nur die Reduktion auf Autos. Und wenn man jetzt aus so täte, als könnte man die Automobile alle elektrisch ausrüsten und dann fahren, dann haben wir natürlich trotzdem das Platzproblem. Und das Platzproblem ist zumindest in den wirklich wachsenden Städten dieser Welt mindestens so groß wie das Emissions- und Schadstoffproblem. Das heißt, das kann es nicht sein. Also dass sozusagen alle umsteigen und wir weitermachen wie bisher und alle dann Tesla fahren, wird es nicht sein. Worauf es hinausläuft, ist eine intelligente, vernetzte Mobilität mit vielen elektrischen Elementen. Und hier ist so ein Beispiel, wie sowas aussehen kann, von der Infrastruktur her. Das ist der Bahnhof Südkreuz.
Und man sieht hier im Prinzip alle Elemente, die man braucht. Wir haben hier vorne das Elektroauto, wir haben da die Fahrräder, rechts, links übrigens ganz normal, ohne elektrische Unterstützung, rechts als Pedelec. Wir haben den Fernbus, wir haben da hinten die S-Bahn, die Fernbahn, die Regionalbahn. Wir haben natürlich Parkplätze, wir haben im Prinzip alles, was man an technischen Elementen braucht, um den Verkehr zu vernetzen. Das Ganze übrigens repräsentiert auf einer App, die ich als Kunde, wenn ich in die Bahn reinfahre, kann ich schon dieses Setting auf meinem Smartphone sehen, kann auch die Fahrzeuge schon im Vorhinein in der Einfahrt in den Zug, in den Bahnhof buchen etc. Das heißt, wir haben technisch schon alles das, was man für vernetzte Mobilität braucht, in sozusagen in der technischen Grundausstattung vorhanden. Man muss es natürlich nur auch zum Geschäftsmodell machen. Das ist noch nicht ganz so einfach. Aber im Prinzip ist schon alles da. Und dann gibt es nämlich etwas, was dabei rauskommt, was man so als den bequemen Sitzkilometer nennen würde. Das habe ich ein bisschen geklaut von Daimler. Daimler hatte in den 90er Jahren mal den Begriff geprägt, den bequemen Sitzkilometer. Da wollten sie sich vom Autobauer zum Mobilitätsdienstleister umbauen, haben auch alles Mögliche gemacht. Sie haben zum Beispiel VW Fokker gekauft, sie haben damals Adtrans, das war ein Vorgänger jetzt von dem jetzigen großen Schienenbauer, sie sind in den Schienenbau eingestiegen, sie haben sogar eine Fahrradfirma gekauft, die Fahrräder produziert. Das heißt, sie wollten damals schon reingehen, auch durchaus mit der Idee, Herr Reuter damals als Vorstandsvorsitzender hatte die Idee, wir verkaufen den bequemen Daimler-Sitzkilometer. So. Das hat nicht funktioniert, sie waren zu früh vermutlich. Aber ich glaube, dass jetzt die Chance besteht, aufgrund dieser breiten und integrierten, vernetzten Elektromobilität tatsächlich so etwas wie einen bequemen E-Sitzkilometer zu verkaufen. Und da ist relativ egal, welches technische Gerät dahinter steht, das ist die Dienstleistung, die so interessant ist. Aber, und da komme ich zur fünften These, mit diesem Bild, da sage ich gleich nochmal was zu, weil das ist nämlich aus meiner Sicht ziemlich interessant, das ist eigentlich eine kleine Revolution, die da drin steckt. Aber die These erstmal lautet, die postfossile integrierte Mobilität fällt nicht vom Himmel, sie braucht, und jetzt muss ich so einen Ausdruck benutzen, der nicht schön ist, aber das ganz gut trifft, er braucht eine Entprivilegisierung der privaten Wärmekraftmaschine. Weil das Verbrennungsauto ist nichts anderes als eine Wärmekraftmaschine. 80% der Energie gehen flöten, nur 20% werden in Bewegungsenergie umgewandelt, der Rest ist Wärme. Ne? Der Wirkungsgrad von Elektromobilität ist wesentlich höher, weil man eine direkte Kraftübertragung hat und keine so hohe Wärmeproduktion. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine aktive Politik gegen das verbrennungsmotorbetriebene Auto, um in Richtung einer Elektromobilität auf der Basis dieser Vernetzung zu kommen. So, aber nochmal zu dem Bild. Dieses Bild zeigt eine Straße in einem Berliner Altbaubezirk, wo wir, wenn Sie da mal genau hingucken, sehen, es sind zwar noch ein paar Autos da, aber das sind Autos im Carsharing-Modus. Da hinten sieht man noch ein paar andere, aber in diesem vorderen Teil sieht man Autos, da sieht man kleine Rasenstücke, also frühere Parkplätze, dann sieht man hier vorne eine kleine Fahrradverleihstation, also ein öffentliches Fahrrad, man sieht eine Parkbank und dieses Bild stammt vom BMW. Die haben eine kleine Abteilung, die auch in Berlin aktiv ist, aber vor allen Dingen in München, die sich über Urban Solutions Gedanken macht und die sagt, es kann zukünftig nicht sein, dass alle Leute mit ihrem eigenen Auto in der Stadt leben, wovon das Auto am Tag bekanntlich 23 Stunden und 10 Minuten rumsteht, sondern wir nutzen die städtische Fläche wesentlich sinnvoller und setzen auf Verleihsysteme, Fahrrad, Auto. Wir setzen auf andere Nutzung als nur das Rumstehen von Autos im öffentlichen Raum. Und wenn das jemand macht, dann machen wir das. Bevor es andere machen, machen wir das. Und ich glaube, das nur mal als Vorgriff auf die Diskussion gleich, ich glaube, das ist die Zukunft der deutschen Automobilindustrie, in solche Konzepte zu gehen, zusammen mit den Städten, mit den Bewohnern, den Umbau des Stadtraums zu organisieren, wo man dann natürlich nicht ganz aufs Auto verzichtet. Es wird immer sinnvolle Nutzung fürs Auto geben, auch ein Bedürfnis. Und das kann man natürlich dann über verfügbare, garantiert verfügbare und sehr einfach verfügbare Carsharing-Autos wie auf diesem Bild machen. Natürlich kann man eben auch andere Funktionen dann im öffentlichen Raum platzieren. Und dann ist man aber in einer ganz anderen Rolle. Dann ist man dabei, Dienstleistungen zu verkaufen, Stadtentwicklung zu machen, also ganz weit weg vom eigentlichen klassischen Kerngeschäft der Automobilbauer. Und ich glaube, dass das eine sinnvolle Perspektive ist. Man muss sich dann allerdings von vielem verabschieden. Man muss sich verabschieden von diesem klassischen Denken in den Produkten, also als ob das nur aufs Auto drauf ankommt, sondern nicht, es kommt viel mehr auf Dienstleistungen, auf intelligente Dienstleistungen an. Man muss sich natürlich auch, und das macht das Ganze so schwierig, und da hat Ludger Dienen natürlich vollkommen recht, in Deutschland hat man jahrzehntelang
die anspruchsvollsten, wahrscheinlich auch die besten Autos der Welt gebaut. Mit unglaublichen technischen Verfeinerungen. Das sind ja alles Optimierungen gewesen, die wir in letzter Zeit gehabt haben. So viel geändert hat sich beim Auto selber ja gar nicht, aber das ist sozusagen, was an Verfeinerungen dazu gekommen ist. Das ist natürlich nicht mehr die Entwicklungsrichtung, sondern die Entwicklungsrichtung ist dann eine, die in ganz andere Geschäftsbereiche geht, weil das Elektroauto, was hier noch auch noch da ist, aber eben auch nur noch als Teil davon, technisch natürlich relativ anspruchslos ist. Ein Elektromotor ist seit geraumer Zeit so, wie er ist, hat sich nicht groß verändert. Die Musik spielt bei der Batterie und bei der elektronischen Steuerung, aber nicht beim Elektromotor. Das heißt, man kommt technikgeschichtlich gesehen in eine Stufe weit vor dem komplizierten Verbrennungsmotor. Das ist nicht ganz einfach, nicht nur für die beteiligten Entwicklungsingenieure, sondern natürlich auch für alle, die so einen Produktionsstolz auch aufgebaut haben. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir diskutieren können, wie man eine Industrie, die jahrelang immer in diesem wir bauen die besten Autos, auch die kompliziertesten Motoren, wie man dann zurückkommt in eine Produktionskultur, wo es eigentlich darum gar nicht mehr geht, sondern wo es um ganz andere Dinge geht. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, um sich zu fragen, wie kommen wir denn von den jetzigen Strukturen auch der Automobilindustrie hin zu ganz neuen. Also, ich glaube, dass das ein Vorgeschmack ist und ich finde es sehr schön visualisiert und wie gesagt, ich halte das für eine mittlere Revolution, das ist nicht von irgendeinem alternativen Stadtentwicklungsbüro stammt, sondern von einem der größten Automobilbauer Europas. Ich glaube, dass das die richtige Richtung ist, um, da schließt sich der Kreis zur ersten These oder zum Titel meines kleinen Vortrages, um Mobilität zu sichern, auf Dauer, verträglich, auch nicht nur umweltverträglich, das ist eine Seite, das andere ist auch stadtverträglich. Man hat nämlich eine ganz andere Nutzung von Stadträumen und gleichzeitig eben den Verkehr massiv zu reduzieren und umzustellen und letztlich zu dekarbonisieren, woran wir nicht vorbeikommen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.